Peace Friends, ich habe mir was von der neuen Pre-Shifted Reality Kollektion bestellt und wie immer checken wir natürlich das Packaging, die Quality, die Nachhaltigkeit, das Design und die Preis-Leistung aus. Deswegen würde ich sagen, let's go. Beim Packaging kriegen wir alles in einem Hartkarton plus jedes Piece entweder in einem Zipbag oder in einem Plastik-Klebebeutel eingepackt. Man muss sagen, die Zipbags sind aus recyceltem Plastik, die Klebebeutel sind aus kompostierbaren Materialien. Deswegen hier auf jeden Fall sehr, sehr nice. Ich habe mir sogar im Nachhinein nochmal was bei Preach bestellt. Einfach nur zwei Paar Socken, weil ich die verschenken wollte. Da muss man auch sagen, hier wird jetzt dann nicht irgendwie auch ein Riesenkarton benutzt, sondern hier kommt dann so eine Versandtüte in den Einsatz. Das heißt, hier wird auf jeden Fall auf die Größe geachtet und die ist auch aus recyceltem Papier hergestellt. Deswegen beim Packaging auf jeden Fall schon mal sehr, sehr nice, dass darauf geachtet wird. Allerdings hier auch kein Goodie wie ein Feuerzeug etc. dabei, wie es man es von anderen Marken kennt. Das ist natürlich ein bisschen schade, macht das Produkt aber natürlich auch nicht besser. Deswegen gibt es beim Packaging 3,5 von 5 Punkten. Da machen wir direkt weiter mit der Qualität und hier auf jeden Fall wirklich top level. Alles richtig gut verarbeitet. Wir haben viele Sticks eingesetzt, Prints, die wirklich on top sind. Stoffqualität und Co. alles on point. Deswegen hier einfach direkt 5 von 5 Punkten bei der Qualität. Da gibt es bei Preach nichts zu meckern. Also an der Stelle würdest du mich mega supporten, wenn du dem Video jetzt schon mal ein Like gibst und vielleicht auch ein kostenloses Abo da lässt. Wäre ein Mega-Support für mich und ich mache direkt weiter. Und bei der Nachhaltigkeit, da ist Preach, glaube ich, so in Deutschland Platz Nummer 1 von allen Marken, die es da gibt, weil wir haben hier nicht nur den Einsatz von Organic Cotton bei allen Produkten, sondern hier haben auch eine GOTS-Zertifizierung. Wie gesagt, bei der Verpackung wird auch drauf geachtet. Bei den Zipbeuteln haben wir 100% recyceltes Plastik. Bei diesen Klebedingern haben wir kompostierbare Materialien dazu. Auch Versand natürlich in Hartkarton oder Versandtasche aus Papier. Zusätzlich, was auch sehr, sehr wenige bis fast gar keine Marken machen ist. Bei den Hangtags haben wir auch überhaupt keinen Einsatz von Plastik. Das heißt, hier haben wir einfach auch so einen Hartkarton plus eine Kordel. Das heißt wirklich gar kein Plastik bei den Produkten. Und wie schon erwähnt, alles hier aus Organic Cotton, GOTS zertifiziert. Deswegen, ja, da gibt es wirklich überhaupt nichts zu meckern. So müsste es eigentlich bei jeder Brand sein. Deswegen hier ganz klare 5 von 5 Punkten bei der Nachhaltigkeit. Dann sind wir auf einem Design und da fange ich erstmal mit dem T-Shirt an, was ich mir bestellt habe. Hier übrigens in einer S, weil Preach immer sehr, sehr oversized ausfällt. Und ja, fangen wir erstmal rein mit dem Design von dem Ding an. Wir haben vorne einen Preach-Stick auf dem Kragen, hinten dann ein dicker, dicker Print. Finde ich sehr, sehr nice. Ist so ein bisschen auf die Zukunft angelegt, ne? What is a reality without a future? Einfach so ein bisschen so ein richtig fetter Slogan-mäßig und darüber noch Preach so Graffiti-mäßig Tag gesprüht. Finde ich sehr, sehr nice vom Look. Einfach weißes, cooles T-Shirt. Gibt es nicht viel zu sagen. Hier seht ihr übrigens auch nochmal die Tags, die immer dabei sind. Einfach an einer Kordel und dann halt wirklich einfach aus Pappe hier drauf. Sehr, sehr nice. Und ja, was gibt es sonst zu dem T-Shirt zu sagen? In S, wie gesagt, für mich der perfekte Fit. Sonst wären mir die T-Shirts von Preach zu lang. Deswegen gehe ich da immer auf eine S. Könnte sogar theoretisch ein XS tragen, aber dann wird die Schulterbreite, glaube ich, ein bisschen zu schmal für mich sein. Dann Piece Nummer 2 ist dieses Hemd und da muss ich sagen, hier auch wieder eine S genommen, weil es mir sonst wahrscheinlich auch zu lang wäre. Geisteskrankes Ding, als ich das gesehen habe, ich musste das unbedingt mir ziehen, weil ja, wir haben richtig schönen, dicken Stoff, Hemdstoff, also wirklich für Herbst, Winter ist dieses Hemd gedacht und ja, ihr seht schon, wir haben überall hier Sticks eingearbeitet, wirklich komplett verteilt. Dieser Kunstaspekt einfach richtig geil aufgegriffen. Wir haben hier wirklich komplett full das Ding hinten auch nochmal. Also das ist auf jeden Fall richtig, richtig aufwendig zu produzieren mit so vielen geilen Sticks und ich finde einfach den Look von diesem Ding sehr, sehr geil. Dann Preach-typisch hier unten auch nochmal eine Sample-Cut drauf. Finde ich auch immer sehr, sehr nice, dass man das sehen kann. Und ja, ansonsten wirklich sehr, sehr wildes Hemd, sehr wilder Fit. Natürlich Langarmhemd bin ich eigentlich nicht so der Fan von, aber ich muss sagen, das Ding wirklich einfach sehr, sehr krasses Ding. Dann das dritte Piece, was ich mir bestellt habe, ist dieser Sweater und da muss ich auch sagen, wirklich richtig heftiges Teil einfach. Wir haben vorne ein Puff Print Shifted Reality, einfach mal wirklich kein Preach Logo irgendwie eingearbeitet, finde ich auch sehr, sehr nice und ansonsten wirklich sehr, sehr nicer Fit. Wir haben richtig krasse Drop Shoulders, also falls ihr das generell länger haben wollt, dann habt ihr wirklich extreme Drop Shoulders. Ich habe hier wieder eine S genommen, damit das von der Länge wirklich so ist, wie ich Bock drauf habe. Und ansonsten habe ich bei diesem Ding auch wirklich nichts zu meckern. Innen drin ist der Brush, das heißt für den Herbst, Winter auf jeden Fall gedacht. Und ansonsten wirklich Farbton, wie ihr schon seht, dieser Blauton, wirklich richtig, richtig geil. Gefällt mir richtig gut vom Fit auch, wenn man den jetzt so lässt oder umschlägt. Beides finde ich nice. Und ja, ansonsten gibt es zu dem Ding hier auch nicht viel zu sagen. Und dann sind wir auch schon bei dem Main Piece der Kollektion angekommen, würde ich sagen. Und
zwar die komplette Lederjacke. Also das ist ein wirklich Full Leather Jacket. Das heißt, hier ist komplett alles aus Leder. Also nicht alles, ne? Hier der Kragen ist jetzt nicht aus Leder. Aber ihr wisst, was ich meine. Und was soll ich sagen? Die wiegt auch schon gefühlt 10 Kilo. Vorne haben wir einen dicken P-Frotte-Patch drauf. Und hinten haben wir das Shifted Reality Logo auch als Frotte-Patch ganz fett drauf. Fällt mir richtig gut. Einfach schwarz-weiß gehalten. Typisch die Preach-Knöpfe auch hier angebracht. Und vom Fit wirklich geisteskrank die Jacke wieder. Hier habe ich allerdings eine M genommen, damit die noch mehr Oversize fittet, weil ja, College-Jacken sind ja generell immer ein bisschen mehr cropped geschnitten. Von daher hier habe ich eine M genommen, gefällt mir richtig, richtig gut vom Fit. Also sehr, sehr krasse Jacke. Übrigens innen drin auch noch eine Sample-Cut eingenäht, was natürlich auch jetzt ja nicht jede Brand einfach machen würde, weil die eh nur der Kunde sieht und das eigentlich theoretisch unnötig ist. Aber finde ich wirklich sehr, sehr nice gemacht, dass man das so weiter durchzieht und wie gesagt komplett Full-Leder, wiegt dementsprechend auch sehr viel. Richtig krasse Qualität, richtig wilde Jacke. Gefällt mir sehr, sehr gut und ja, ansonsten gibt es zu der jetzt auch nicht viel zu sagen. Das heißt, wie gerade schon erwähnt, auf jeden Fall sehr, sehr wilde Fit. Wenn man jetzt auf eine S geht, hat man diesen normalen, bisschen gecroppteren Oversized Boxy Fit. Wenn man auf eine M oder L gehen würde, wie es jetzt mein normales Size bei anderen Marken wäre, dann hätte man diesen, ja, schon fast wild morgen richtig langen Oversized Look, was so richtig, richtig baggy loose wäre. Das heißt, hier kann man auf jeden Fall zwischen dem einen oder anderen entscheiden. Finde ich sehr, sehr nice. Und ja, Designs habt ihr auch gerade gesehen, wirklich sehr viele verschiedene geile Sachen dabei. Checkt da am besten mal die Website aus. Da gibt es natürlich noch deutlich, deutlich mehr Pieces in der Kollektion, weil die Kollektion bei Preach sind immer sehr, sehr groß, muss man sagen. Also da finde ich eigentlich immer einige Pieces, die mir wirklich sehr, sehr krass gefallen, wie hier das Hemd und die Lederjacke, wirklich eins meiner Favorite, muss ich sagen. Und natürlich auch hier dieser Blauton gefällt mir richtig gut, der zieht sich ja durch die ganze Kollektion durch. Von daher habe ich hier beim Design auch wirklich nichts zu meckern und gebe hier auch 5 von 5 Punkten. Dann sind wir auch bei der Preis-Leistung und da fange ich mal mit dem teuersten Piece an und zwar der Lederjacke, die kostet 350 Euro. Der Sweater liegt dann bei 120 Euro, das Hemd liegt auch bei 120 Euro und das T-Shirt liegt bei 65 Euro. Das heißt, wir haben hier auf jeden Fall deutlich, deutlich höhere Preise als die normalen Streetwear-Marken im Markt. Aber man muss natürlich das Ganze jetzt auch im Vergleich ziehen mit diesen ganzen Zertifizierungen, Organic Cotton und Co., was benutzt wird, also worauf hier alles geachtet wird, weil so eine GOTS-Zertifizierung und das alles hat natürlich deutlich, deutlich höhere Kosten, als wenn man jetzt einfach nur irgendwo Organic Cotton benutzt oder komplett Organic Cotton weglässt. Das ist natürlich die günstigste Alternative. Von daher, wenn man das im Vergleich zieht mit anderen Marken, wie zum Beispiel Armed Angels, Pangaea und Co., die auch alle solche Zertifizierungen machen, dann ist Preach schon eher so im unteren Bereich, das heißt deutlich unter den Preisen, wie das andere Marken machen, die auch diese Zertifizierung haben und gleichzeitig aber auch dann so viele Designelemente noch verbauen, wie jetzt hier bei diesem Hemd noch so viele Sticks rein oder halt hier dann noch so einen fetten Puffprint drauf. Deswegen jetzt natürlich schwierig, was man hier bei der Preis-Leistung geben soll. Wenn man es im Vergleich zieht mit den anderen Marken, die auf Nachhaltigkeit einen kompletten Fick geben, dann wäre es natürlich irgendwie eine 1 von 5. Wenn man es aber im Vergleich mit anderen Marken, die auch auf sowas achten, dann ist Preach schon eher so unter dem Durchschnitt bei den Preisen. Deswegen gebe ich hier jetzt bei der Preis-Leistung eine 4 von 5. Das heißt, insgesamt sind wir bei einem Gesamtrating von 4,5 von 5 möglichen Punkten und das ist wirklich ein sehr, sehr stabiles Rating, muss ich sagen. Und ja, was gibt's zu Preach sonst noch zu sagen? Wie gesagt, designtechnisch wirklich immer wieder sehr, sehr krasse Sachen, ausgefallene Sachen dabei, die natürlich den einen Geschmack treffen können, den anderen auch nicht. Qualitätstechnisch wirklich immer on point und Nachhaltigkeit ist da auch ein sehr, sehr großes Thema. Deswegen kann ich euch nur empfehlen, checkt die Marke mal aus. Wenn ihr da einige Sachen findet, die ihr nice findet, probiert die einfach mal. Denkt auf jeden Fall an den Fit, dass die sehr, sehr oversized ausfallen. Ihr habt es ja bei mir gesehen, bei 1,80 Meter und den T-Shirts, Hemden und Sweatern habe ich eine S. Bei anderen Marken normalerweise irgendwie eine L oder vielleicht sogar mal eine XL. Deswegen da auf jeden Fall dran denken. Checkt aus, was ihr für eine Size am besten euch holen solltet und dann probiert das mal. Links zu allen Produkten sind unten in der Beschreibung und ich versuche euch da mal ein paar Links von der normalen Preach Homepage reinzupacken und von Breuninger, weil mal ist bei dem einen das günstiger, mal bei dem anderen. Deswegen checkt das gerne mal aus, klickt da durch und ansonsten kann ich nur sagen, bis zum nächsten Video. Peace.